Herzlich willkommen zum dritten Hangout des LDL MOOC 2. Wir hatten heute mal ganz ungewöhnliche technische Probleme, aber ich stelle mal dem Bild nach vor, die jetzt zu sehen sind. Hier haben wir Sabine Strauß, die für Kunsterziehung nachher sprechen wird. Dann haben wir hier Professor Hajo Jürgens, der etwas sagt zum Deutschunterricht mit LDL. Jean-Paul Martin, der sich als Experte für sämtliche Fragen und Nachfragen zu LDL bereithält. Vielen Dank. Isabel unterrichtet an einer Realschule in der Nähe von Augsburg Französisch. Die wird im Laufe der Zeit noch dazukommen. Ich kann ja vielleicht schon mal vorausschicken, dass LDL in der Grundschule gut funktioniert. Allerdings nicht in dem Ausmaß von Beginn gleich an, wie man das in der Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 und der Universität hat. Ich möchte aber trotzdem ein Praxisbeispiel aus der Grundschule bringen, um das deutlich zu machen. Es geht dabei um eine Unterrichtsreihe zum Lesen, Erklären und Präsentieren mit einer fiktiven Figur, der Magic Marie, die wir hier abgebildet finden und die auch den Kindern zugänglich ist. Bei dieser Unterrichtsreihe gehe ich davon aus, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, von einem Unterrichtsgegenstand, der eine faszinierende Wirkung auf Grundschulkinder hat. Diese faszinierende Wirkung, die man sich wirklich vom Begriff her faszinierend so denken muss, dass sie sehr attraktiv auf Kinder wirkt, gleichzeitig aber immer etwas Unerklärliches hat und aus diesem Unerklärlichen heraus auch der Wunsch erwächst, diesem Unerklärlichen auf die Spur zu kommen. Es hat eine gewisse Ambivalenz, die das Gefühl der Faszination kennzeichnet und für die Schülerinnen und Schüler resultiert aus Unterrichtsgegenständen, die sie faszinieren, in der Regel Begeisterung, Interesse und Motivation. Und diesen Grundmechanismus, der wird bei dieser Unterrichtsreihe angewandt. Bitte weiter. Bei dieser Unterrichtsreihe, die für eine Klassenstufe 4 ist und die 12 Unterrichtsstunden umfasst, ist der Gegenstand, mit dem gearbeitet wird, der faszinierende Gegenstand, sind Zaubertricks. Anhand dieser Zaubertricks werden Lesestrategien vermittelt, Erklärkompetenz gefördert, Präsentationskompetenz gefördert und die Schüler ermächtigt. Dazu kann ich dann im Anschluss noch was sagen. Du kannst weitermachen. Ich würde nämlich jetzt gerne die Unterrichtseinheit vorstellen, wie die in der Praxis abläuft. Zunächst lernen die Kinder in den ersten beiden Stunden Magic Marie kennen, diese fiktive Figur. Mach ruhig weiter. Arbeitsplatzgestützt lernen sie diese Magic Marie kennen. Sie ist 10 Jahre alt. Sie kennt viele Zaubertricks und Lesetricks. Und Magic Marie ist in diesen beiden Stunden die Lehrerin der Kinder. Sie ist so alt wie die Kinder und ist insofern auch Identifikationsfigur. Wir haben hier eine Peer-to-Peer-Fiktion als LDL-Vorbereitung. Wir haben also schon eine Gleichaltrige durch die Arbeitsblätter gestimmt als LDL-Vorbereitung. In Kleingruppen erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler jetzt, gestützt durch die Arbeitsblätter, die Magic Marie ihnen stellt, verschiedene Lesestrategien, zum Beispiel unbekannte Worte nachschlagen oder Textstellen visualisieren oder sich Textstellen imaginativ vorstellen. Wenn die Kinder dies in den ersten 2 Stunden gemacht haben, kommen wir zur nächsten Stunde. Das ist eigentlich die Stunde, die mit dem Faszinationspotenzial ganz stark arbeitet. In dieser dritten Stunde finden Zaubertrickvorführungen durch die Lehrerin bzw. den Lehrer statt. Ruhig weiter. In der Folge entstehen in den Kindern 2 Wünsche. Nämlich einmal der Wunsch, hinter das Geheimnis des Tricks zu kommen und der Wunsch, diese Tricks selbst zu beherrschen. Daraus resultiert eben die schon beschriebene Begeisterung, Interesse und Motivation. Mit diesem Interesse, mit dieser Motivation wird in der 4. und 5. Stunde weitergearbeitet, indem die Kinder sich die Trickgeheimnisse in Gruppenarbeit selbst erarbeiten. Dabei lesen sie hochkomplexe Trickanleitungen, die für Grundschulkinder in der Regel sehr schwer sind.
in diesen Gruppen sind so zusammengesetzt, dass sich in jeder Gruppe ein Experte für die entsprechende für die anfallenden Lesestrategien befindet, so dass diese Kinder den anderen Kindern jeweils immer beibringen, wie man mit bestimmten Textschwierigkeiten an diesen Stellen umgehen kann. In diesem kooperativen Verfahren erarbeiten sich die Kinder dann die entsprechenden Zaubertricks. Hier symbolisiert eben durch diese verschiedenen dialogischen Verfahren. Dann kommen wir zu den nächsten Stunden. Dann präsentieren die jeweiligen Zaubertrick-Experten ihre Zaubertricks in Partnerarbeit, trainieren dabei ihre Präsentationskompetenz, bekommen Rückmeldung, was sie gut gemacht haben, was sie schlecht gemacht haben und vermitteln dann ihren Mitschülern den Zaubertrick, den sie beherrschen, indem sie ihm erklären. Da haben wir, wenn du jetzt weitergehst, noch eine Ausweitung des LDL-Elements. Wir haben also vorher das Unterrichten von Lesestrategien. Nun haben wir das Unterrichten eines ganzen, höchst komplexen Tricks in mündlicher Kommunikation. Wir gehen jetzt aber noch einen Schritt weiter, denn jetzt haben in der nächsten Aufgabe, in den nächsten beiden Stunden, erarbeiten sich die Kinder anhand von Zaubertrick-Lehrbüchern selbst Tricks. Wenn du vielleicht nochmal weitergehst zu der Grafik, die nun folgt. Da haben wir nämlich, an dieser Stelle haben wir eine ganz, ganz hohe Schüleraktivität. Die meisten Schüler sind an dieser Stelle darum bemüht, einen möglichst beeindruckenden Trick aus den Zaubertrickbüchern herauszufinden. Das heißt, sie haben, sie streben, wie man das so schön sagen könnte, eben nach Vertikalität im Sinne Martins, dass sie eben versuchen, das Beste, das Beeindruckendste hervorzubringen. Sie haben entsprechende Flow-Erlebnisse dabei. Sie haben große Eigeninitiative. Diese herausgefundenen Tricks präsentieren sie, ernten entsprechenden Ruhm in der Regel und geben sie dann in Dreiergruppen weiter. Das heißt, jedes Kind lernt dann zwei weitere Tricks zu den es selbst beherrscht. Hinzu kommt, dass dabei eben wieder die Präsentationskompetenz und die Erklärkompetenz gefördert wird. Die Unterrichtsreihe schließt dann nach dieser noch weiteren Ausweitung der LDL-Elemente mit einer Zaubershow, wo die Kinder vor anderen Schülern der Schule oder eben vor Eltern das, was sie gelernt haben, auf einer Bühne präsentieren. Und wenn wir damit dann zur Abschlussgrafik kommen, haben wir da eben nochmal die Erlebnisse, dass sie dort große Erfolgserlebnisse haben, dass sie Flows erleben, dass manche Kinder eben über sich in diesen Situationen hinauswachsen und vor allen Dingen, dass ihre Schülertätigkeit auch Anerkennung in der Schulöffentlichkeit und über die Schulöffentlichkeit hinaus erlangt. Das wäre ein Beispiel für die Anwendung von LDL-Elementen in der Grundschule, im Deutschunterricht der Grundschule, halt zur Förderung von Lesestrategien, von Erklärkompetenz und Präsentationskompetenz und die halt damit operiert, die Kinder zunehmend zu mehr Eigenaktivität und zu einer Ausweitung der LDL-Elemente zu führen. Ja, sehr interessant. Diese Kombination auch mit der Geschicklichkeit. Kinder machen ja in dem Alter gerne auch noch manuell, zeigen sie, was sie alles drauf haben. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das toll funktioniert. Man muss auch dazu, vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Es ist, die Geschicklichkeit ist das eine, aber ein Zaubertrick ohne begleitende Geschichte ist in der Regel banal und langweilig. Ganz viele Tricks funktionieren eben nur, weil dazu eine gute Geschichte erzählt wird. Und genau darum geht es natürlich auch, das ist ein wesentlicher Teil der Präsentationskompetenz dann, dass die Kinder eben in der Lage sind, so zum Beispiel über den eigentlichen Clou oder das eigentliche Trickgeheimnis hinwegzutäuschen, indem sie es in eine spannende Geschichte kleiden. Ja. Also das ist natürlich faszinierend, was du erzählt hast. Das ist auch idealtypisch, genau, auch auf dem Hintergrund des anthropologischen Modells. Auch die Begrifflichkeit gefällt mir natürlich sehr gut. Allerdings ist mir vor ein paar Tagen eingefallen, dass natürlich die narzisstischen Persönlichkeiten
extrem gefördert werden bei diesem System, was natürlich ganz gut ist. Aber siehst du die Gefahr, die ich selber sehe, bei diesem Narzissmus, der sehr früh schon mal angeregt wird, muss man das mitreflektieren oder ist das kein großes Problem? Ich halte das für wichtig, dass man das mit reflektiert. Die Narzissmusproblematik ist natürlich gegeben, aber ich glaube, dass der Narzissmusproblematik das kooperative Verfahren auch insofern entgegenwirkt, weil man natürlich immer merkt, dass die Emergenz natürlich nicht immer derselbe ist, sondern es wachsen ja auch immer wieder andere Menschen und man sich ist sich auch bewusst, dass oder man wird sich im Laufe relativ schnell bewusst, glaube ich, wenn man RDL praktiziert, eben auch als Schüler, dass man eben sieht, dass die eigenen Ergebnisse eben auch mit denen der anderen zusammenhängen. Und dadurch wird dieses kooperative Element natürlich wesentlich stärker übertont. Ich denke, das wirkt dem Narzissmus entgegen. Bezogen auf den Ruhm, der aus einer Zaubershow zum Beispiel erwächst, hat der alte Goethe gesagt, er schenkt seinen Kindern, seinen Enkeln einen Zauberkasten, weil es sie in freier Rede schult. Gleichzeitig sind die Tricks in der Regel so schwierig, dass es auch einer gesunden Entwicklung des Selbstbewusstseins zuträglich ist. Du weißt ja, ich habe ja diese Ruhmräume irgendwie entwickelt und etwas ganz Tolles dargestellt. Die Schärfe wird etwas weggenommen, dadurch, dass diese Ruhmräume doch etwas überschaubar und nicht die ganze Welt umfassen. Der Narzissmus doch etwas reduziert dadurch. Ja. Ich sag mal inzwischen noch etwas über die Produkte der Teilnehmer zur Aufgabe, die bis heute im Prinzip zu bewältigen gewesen wäre. Da sollte eine Stoffsammlung erstellt werden zu einer LDL-Unterrichtseinheit, die man sich vorstellen kann. Also welche Materialien würde man einem Schüler-Lehrer-Team an die Hand geben, damit diese Schüler dann eine Unterrichtseinheit damit gestalten. Wir haben auch einige interessante Produkte bekommen. Ich zeige die mal schnell. Und da haben wir die Stoffsammlung unter diesem Punkt. Ich gehe es mal kurz von unten her durch. Da haben wir einmal einen Eintrag, an dem man sich orientieren konnte, mit Ergebnissen vom LDL MOOC 1, den Mark Schakinis geleitet hat. Da waren eine ganze Reihe von Stoffsammlungen, die man sich ansehen konnte als Inspiration, wie kann sowas aussehen. Dann hatten wir den ersten inhaltlichen Beitrag von Markus Birkenkrey mit einer Präsenzveranstaltung mit Online-Unterstützung zu Forschungsmethoden und Wirtschaftsstudium mit einem Link zu seinem Blog. Da kann man diesen ganzen Eintrag nachlesen. Dann hatten wir was ganz Interessantes, was wir also so an den normalen Schulen, die auch jetzt von den Teilnehmern her wohl dominieren, also Realschule, Gymnasium meistens. Hier haben wir eine Stoffsammlung zum Thema österreichische Weine für ein Ausbildungsjahr, das ist das dritte Ausbildungsjahr zum Restaurantfachmann oder Restaurantfachfrau. Ganz faszinierend, mal in ein anderes Fachgebiet da hineinzuschnuppern. Dann eine LDL-Tutoriumseinheit, ein Beitrag von Marc Schakinis zur Pädagogik von Jean-Jacques Rousseau. Sehr ausführlich auch, eine Mischung aus Texten, PDF, HTML,
Videos und Podcasts, aber auch Bilder, Grafiken, Zeitungsartikel. Da ist also ein sehr umfangreiches Material auch angeboten. Dann haben wir eine Stoffsammlung, die ist jetzt ziemlich neu, von Raffaelina Rossetti zum zivilen Ungehorsam. Da sind also, es handelt sich um eine PDF-Datei, die in ihrem Google Docs Account deponiert ist, mit unterschiedlichen Materialien zu diesem Thema ziviler Ungehorsam. Sie schlägt vor ab Klasse 10, das kann ich durchaus bestätigen, das ist sicher da möglich in diesem Alter. Und schließlich als letztes auch wieder was ganz anderes, was man so an den normalen Schulen nicht hat, eine Stoffsammlung für eine Lehreinheit Spinnen mit der Handspindel. Naja, beziehungsweise vielleicht wird das im Fach Handarbeiten oder in der Kunsterziehung sogar gemacht, auch an Gymnasien oder Realschulen. Aber das ist auch wieder was ganz Spezielles. Also vielen Dank denen, die da sich Mühe gegeben haben und diese Stoffsammlungen erstellt haben. Ich kann mir vorstellen, dass eventuell der eine oder andere gesagt hat, naja, das ist mir jetzt irgendwie gar nicht den Aufwand wert, dass ich mich überhaupt hinsetze und eine Stoffsammlung erstelle. Vielleicht mag der eine oder andere das dann noch machen im Zusammenhang mit der nächsten Aufgabe, wenn es darum geht, ein Konzept für eine LDL-Unterrichtseinheit fertigzustellen. Wem das ganzheitliche Arbeiten mehr liegt, der kann natürlich da dann zunächst mal einige Stoffelemente angeben, die die den Schülern bereitstellen würde und dann ein Konzept dazu skizzieren, wie mit diesem Material dann in der LDL-Unterrichtseinheit umgegangen werden sollte. Auch das ist wieder vom Medium her völlig freigestellt. Man kann das machen, wie man will. Entweder rein schriftlich in einem PDF-Dokument oder auch irgendein anderes Format. Man kann es auch verfilmen. Man kann sich selbst filmen, wie man im Schreibtischsessel sitzt und den Zuhörern das erzählt, was man machen würde. Man kann es gibt ja eine Reihe von Softwareprogrammen, die auch kostenlos online zugänglich sind, mit denen man so eine Art Zeichentrickfilm erstellt, wo dann ein Zeichentrickfilm der anderen erklärt, wie es zu machen wäre. Also da können wir ja gerne auch noch Links zur Verfügung stellen. Markus Birkenkrey hat da ja ausführlich experimentiert mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen zurzeit. Diese Links werden wir dann in der entsprechenden Kategorie auf dem Forum auch nochmal bekannt geben, damit man das auch mal ausprobieren kann, wenn man möchte. Und nicht zu vergessen, es klingt vielleicht abschreckend, ich weiß auch nicht, es ist aber nicht so schlimm. Also es erfordert jetzt keine tagelange Arbeit. Auch diese Tage hätte man ja auch im Unterrichtsalltag nicht, sondern man muss sich halt einfach mal eine halbe Stunde oder auch eine Stunde hinsetzen und das sich überlegen, was man da als Unterrichtseinheit mit der LDL Methode und Haltung versuchen würde. Am besten vielleicht auch als Vorhaben für den eigenen Unterricht. Das könnte ich mir schon vorstellen, wenn jemand es bisher noch nicht versucht hat und sich einfach mal denkt, mit dieser Einheit oder mit diesem Stoff, mit diesem entweder Grammatik, Literatur oder natürlich in den nichtsprachlichen Fächern mit irgendwas anderem, von dem ich gar nichts verstehe, meinetwegen der Flügel der Stockente
ist wahrscheinlich ein faszinierendes Biologiethema. Sich einfach so ein Thema zu suchen und sich vorzunehmen, auch im eigenen Unterricht sowas mal zu versuchen. Ich würde gerne dazu was sagen. Bitte. Wenn ich die Zeit habe, ja. Gerne. Das habe ich auch kommuniziert auf den Foren. Also ich sage nur, wie ich da vorgegangen bin, weil das könnte, also ich will das gar nicht herabsetzen, was gerade diese großen Stoffsammlungen. Aber mein Ansatz war ein bisschen anders. Ich habe beispielsweise eine Lektüre. Die mache ich sehr schnell mit den Schülern, auch im Leistungskurs eine Lektüre. Und ich weiß, in diesem Buch sind höchstens 5 wichtige Gedanken. Dann nehme ich nur die 5 Passagen aus dem Text, vielleicht 5 Seiten insgesamt, die Botschaft enthalten in diesem Roman. Die gebe ich dann eine Seite jeweils an 2 Schüler und die unterstreiche ich die wichtigen Stellen und mir nicht. Und dann gehe ich schon zu denen und sage, deswegen sind diese Stellen so wichtig. Also insofern ist es ein bisschen kontrapunktisch zu dieser großen Stoffsammlung. Ich gebe den Schülern eigentlich gar nichts, weil sonst besteht die Gefahr aus meiner Sicht, dass sie einfach das Wichtigste aus den Augen verlieren. Und das Wichtige überhaupt im Unterricht ist, dass sie diese paar Gedanken, die in dieser Seite drinnen sind, durch ihren Diskurs mit ihren Mitschülern durchbohren, nochmal nachforschen, nochmal nachfragen, diese Kerngedanken so immer wieder aufgreifen, nochmal vertiefen, dass es am Ende völlig sitzt und verinnerlicht wird. Also es geht da wirklich um Komplexitätsreduktion. Aber ich will, das andere ist natürlich auch ein akzeptabel Verfahren. Ich wollte nur sagen, in meiner Sicht geht es mehr um Entschlackung, die größtmögliche Entschlackung. Das sind 2 unterschiedliche Ansätze. Ja, danke für die Ergänzung. Denke ich auch, also gerade jetzt im Unterrichtskontext, wenn man ja sowieso keine Zeit hat, stundenlang und seitenlang eine Stoffsammlung zusammenzustellen, ist das eine gute Möglichkeit, dass man das auch eben für den Lehrer, na gut, der Lehrer muss natürlich erstmal den Überblick haben, was dann wichtig ist und was unterstrichen gehört, etc. Also das muss natürlich von vornherein gegeben sein. Aber diese umfangreichen Stoffsammlungen wären ja geeignet eben meinetwegen für was Längeres. Sagen wir mal 2 Doppelstunden hintereinander, so in der Art. Ja, gerne. Bitteschön. Also das war in der Realschule. Das sind 3 Klassen, die 8., die 9. und die 10. Und ich wollte unbedingt mit LDL wieder anfangen. Und wir haben das so gemacht, dass wir mit der Theorie angefangen haben. Und zwar, die Schüler haben den Aufsatz Weltverbesserungskompetenz als Lernziel bekommen. Und zwar noch Teile davon, zum Beispiel exploratives Verhalten, Flow-Effekt. Und das waren immer so 2er- bzw. 3er-Gruppen. Und sie haben 2 Stunden Zeit gehabt und haben dann den Text lesen müssen, verarbeiten müssen, dann den Schülern erklären müssen und noch eine Visualisierung erstellen sollen. Und ich war sehr überrascht, wie schnell sie damit fertig geworden sind. Und heute, 3 Wochen oder beziehungsweise 4 Wochen später, sind diese Begriffe immer noch aktiv. Die werden teilweise sogar im Unterricht verwendet. Jetzt haben sie endlich mal Flow-Effekt erlebt oder wir müssen uns explorativ verhalten. Ich habe auch den Schüler gefragt, und das wollte eigentlich Karim erzählen, wie hat es denen gefallen? Alle haben gesagt, das war sehr schwierig. Am Anfang haben sie sich überfordert gefühlt. Ich habe gesagt, das macht nichts, wir machen weiter. Und dann haben sie richtig festgestellt, ja, eigentlich können wir das auch ganz genau verstehen, und zwar sehr gut verstehen, und das noch erklären, was Herr Martin damit gemeint hat. Ja, soll ich mal einen von diesen Bildern einblenden? Ja, genau. Ja. Okay. Also ich habe wirklich die Visualisierung so gelassen, wie die 2 Schüler das gemacht haben. Sie haben sich überlegt, also sie haben diese im Kapitel Bedürfnis nach Transzendenz. Und zuerst haben sie mir gesagt, wie sollen wir das visualisieren? Ich dachte, ihr müsst euch was einfallen lassen. Zuerst waren sie gemeint, ja, wie mal einen Baum
diese Wurzel als Vernetzung. Und dann plötzlich sind sie zu einem Haus gekommen. Mhm. Und sie haben das den Schülern erklärt, also jeder Stein steht für einen Schüler da. Die Schüler sind alle unterschiedlich, deshalb sind diese Steine auch sehr unterschiedlich. Mhm. Und durch das Wissen vernetzt eigentlich die Schüler miteinander. Der Stoff ist sehr kompliziert, sie müssen das verarbeiten und dann reduzieren. Und so entsteht eigentlich ein Haus. Wenn ein Schüler fehlt, fällt unser Haus auseinander oder ist nicht mehr so stabil. Mhm. Und durch diese ganze Vernetzungen erleben wir alle einen Flow-Effekt. Und aus dem Grund brennt im Dach ein Licht. Unser Wissen wollen wir weitergeben. Und deshalb haben sie dann so eine Siedlung gebaut. Und diese ganzen Siedlungen sind miteinander vernetzt. Und innerhalb von jeder Siedlung haben wir natürlich ein großes Licht in der Mitte. Mhm. Ist das für jeden nachvollziehbar? Ja, schön. Aha. Gut. Und deshalb natürlich dieser Bedürfnis dann nach Transzendenz. Mhm. Also das haben sie unter Transzendenz verstanden. Okay. Und diese Kontrolle, natürlich, wenn die Vernetzung gut klappt, dann brennt das Licht. Ja, ja. Schön. Mhm. Okay. Also so haben wir angefangen. Und dann haben wir das fand ich auch ganz toll. Die Schülerinnen haben diese Partizipationskompetenz gehabt, Netzsensibilität. Und sie haben einfach die Klasse gemalt und jeder Schüler hat besondere Fähigkeiten. Mhm. Die Schüler sind dann aufgestanden und haben bei anderen Schülern eine Fähigkeit hingeschrieben. Mhm. Und sie haben dann das auch sehr schön erklärt. Man muss eigentlich in der Klasse die Fähigkeiten von den anderen erkennen und die natürlich stärken und im Vordergrund bringen. Ja. Mhm. Okay. Dann die nächste noch. Gibt es Fragen dazu? Ach so. Oder vielleicht Rückmeldungen? Ja, ich würde wäre. Okay, Transzendenz. Darf ich was mit sagen? Und ohne Transzendenz, also das wurde sehr vereinfacht. Isabelle Jean-Paul möchte was dazu sagen. Hallo? Jean-Paul möchte was dazu sagen. Das wäre schön, ja. Ja? Ja. Also, was mich hier fasziniert, ist einfach, dass in sehr rascher Zeit oder ganz schnell ein Sinnsystem, und zwar ein kohärentes Sinnsystem, vermittelt wird. Und dieses Sinnsystem führt sofort zur Handlung. Also wir haben... Ich höre dich nicht, Jean-Paul. Ach so, ja. Ja, ich schon. Ja. Ich schon. Doch. Also, gut, ich weiß nicht. Jedenfalls hört ihr mich nicht, Isabel? Doch, jetzt geht's. Jetzt geht's. Also es ist ein Paket eigentlich von Theorie und Praxis, was vermittelt wird und auf eine ganz rasche Weise. Ich will das natürlich den Begriff Religion gar nicht bemühen in dem Kontext, weil sofort Widerstand hervorruft. Nur ab und zu. Ja? Hören Sie mich? Nicht mehr. Die Tonleitung ist schwierig anscheinend. Ja. Isabel? Ja, ich bin wieder da. Ah, wieder da. Okay. Nee, also, hören Sie mich? Das war mit Realschülern, also die sind sehr praxisorientiert und ich fand, sie haben diese Visualisierungen richtig für jeden Laie schön erklärlich dargestellt. Aber ich wollte nochmal sagen, dass... Diese Visualisierungen werden jetzt im Lehrerzimmer, im Klo, bei uns überall an der Schule verteilt. Und wir sind sehr gespannt, wie die Schüler reagieren und vor allem, wie die Lehrer reagieren. Ja? Mhm. Ich höre Sie. Also, nochmal wollte ich darauf insistieren. Also, jetzt nicht mehr. Sowas wie ein Sinnsystem vermittelt mit sofortiger Handlungsanweisung. Das heißt, je mehr Sie sich mit dem Sinnsystem beschäftigen, desto mehr werden Sie motiviert, dieses Sinnsystem umzusetzen. Ja? Und das ist natürlich eine völlig neue Herangehensweise, weil wir bis jetzt immer Techniken von Lernen durch Lernen im Unterricht eingeführt haben und automatisiert und geübt. Aber hier durch diese Theorievermittlung haben wir so etwas wie eine Handlungsanweisung, ja, als Sinnsystem. Und dann ist gar nicht mehr so notwendig, im Einzelnen die Techniken zu vermitteln, weil die Basis auf der ideellen Ebene, auf der Sinnebene,
auf der Theorieebene ist vermittelt worden und die ist handlungsinduzierend. Also die Theorie drängt zur Umsetzung in der Praxis. Okay, danke. Isabel, noch ein Kommentar zum dritten Bild. Ich zeige mal das dritte Bild. Diese Pyramide? Nein, das ist mit den zwei Seiten, mit Transzendenz, ohne Transzendenz. Also für Sie mit Transzendenz ist natürlich damit gemeint, dass man sein Wissen weitergibt, an andere weitergeben. Mhm. Und wenn ich das mache, brennt natürlich ein Licht bei mir auch, also Flow-Effekt. Mhm. Ja, also dieser Kontrolle ist, haben Sie da eigentlich vergessen. Okay. Und ohne Transzendenz brennt kein Licht. Brennt kein Licht. Da hat er nur den nur einen persönlichen Vorteil. Aha, aber die, die Nützlichkeit für die Gruppe ist dann nicht gegeben. Niemand sonst profitiert. Und für Sie bedeutet natürlich ohne Transzendenz ein Frontalunterricht. Mm. Okay. Und jetzt machen wir dann LDL mit für Französisch. Mhm. Die Schüler haben Themen bekommen. Ich habe nichts dazu gesagt. Sie haben die ganze Grammatik, die Texte. Und sie müssen damit klarkommen und es funktioniert wunderbar. Also bis jetzt haben wir überhaupt keine Verspätung in unserer Planung. Die Schulaufgaben sind auch schon geplant. Ich habe immer wieder Wiederholungsstunden eingebaut, wo ich dann dran bin. Und ich habe festgestellt, sie lernen, sie sind motiviert und es klappt. Mhm. Schön. Ja. Wunderbar. Und die Schüler sind auch sehr organisiert, können das sehr schön erklären. Das Einzige, was sie noch Probleme haben, aber das lösen wir auch bald, sie reden meiner Meinung nach noch ein bisschen zu viel Deutsch, aber sie bemühen sich sehr. Mhm. Gut. Ja. Und auch für den Unterricht selber geben sie sich sehr viele Mühe, wie zum Beispiel Kreuzworträtsel erstellen, mit Farben oder sie haben ganz neue Techniken, also die wir in der Didaktik gar nicht lernen, um Wortschatz zu überprüfen. Mhm. Also richtig toll. Ja. Okay. Ich würde das jedem empfehlen. Ja. Okay. Wunderbar. Ich hätte doch noch eine Frage an Jean-Paul. Ja. Wie das nämlich nach dem Unterstreichen der wichtigen Stellen konkret weitergeht für die Kinder. Ja, also ich unterstreiche die wichtigen Stellen. Ich nehme nur eine Seite höchstens aus der Lektüre, meinetwegen ein dicker Roman von Balzac. Dann nehme ich höchstens 5 Passagen, die zentral sind für die Botschaft des Buches, damit das Buch versteht. Und innerhalb dieser Seite unterstreiche ich 3 Zeilen, die mir besonders wichtig erscheinen. Dann verteile ich diese, meinetwegen eine Seite bekommen 2 Schüler, die nächste Seite 2 andere Schüler und so. Und dann gehe ich zu den Gruppen und erkläre, warum diese Passagen so wichtig sind. Zum Verständnis des gesamten Romans, auch des geschichtlichen Hintergrunds. Die Schüler haben also praktisch pro Seite, jede Gruppe hat lediglich 3 Botschaften an die Klasse zu vermitteln. Aber dieser Vorgang des Vermittels an die Klasse, der nimmt viel Zeit in Anspruch, weil das doch komplexe Gedanken sind. Das sind zwar nur 3, aber die sind recht komplex. Und solange die anderen nicht alles verstanden haben, was die 3, was die 2 Schüler erklären müssen, wird nachgebohrt, nachgefragt, dann fragen nochmal die Schüler, die etwas dargestellt haben, die anderen, ob sie das, was sie gerade geäußert haben, in einem anderen Kontext exemplifizieren können. Also an diesen 3 Sachen wird lange, lange laboriert, bis alles klar ist, bis alle Klarheiten beseitigt sind. Ja, und dann ist die Sache erledigt. Und dadurch mache ich natürlich nicht 3 oder 4 Romane im Leistungskurs, sondern da habe ich 10 oder 12 Romane gemacht, weil die zu Hause die Romane auf Deutsch gelesen haben und im Unterricht sind maximal 2 Wochen pro Roman benutzt worden. Maximal 2 Wochen.
Sonst vergessen sie alles, die ersticken in den Details. Die müssen wissen, okay, in von Camus, L'étranger, gibt es 5 zentrale Gedanken. Okay, das ist aber jetzt noch ein wichtiger Hinweis gewesen, dass die Schüler den Roman zu Hause auf Deutsch gelesen haben. Ja, also das war mir vorher nicht klar. Das heißt, die lesen 10 Romane auf Deutsch? Ja, oder mehr sogar. Also, ja, oder mehr? Zehn Romane, okay. Ja. Mhm. Oh ja, 10 Romane. Mhm. Und im Unterricht werden maximal 2 Wochen benutzt, wobei wir auch parallel noch andere Sachen machen. 2 Wochen, wo 5 Hauptgedanken vermittelt werden. Mhm. Mhm. Und anhand von 5 Textpassagen. Sodass sie wirklich das noch im Kopf haben. Das muss natürlich schon in die Tiefe gehen. Also nicht zu viele Details, sondern die zentralen Aussagen müssen wirklich verinnerlicht werden und durchdiskutiert werden. Mhm. Wobei natürlich die eigene Erfahrung mit einbezogen wird. Also aber im Grunde kann man sagen, nach einem Roman, nachdem sie einen Roman gelesen haben, haben sie insgesamt 10 Gedanken, die sie, ich hoffe, nicht so leicht wieder vergessen. Also extreme Reduktion auf das Wesentliche. Genau wie ich jetzt wenn ich in der Volkshochschule, dann bringe ich 30 Philosophen in 12 Sessions. Mhm. Ja, gut, aber das ist eben dann die Konzentration auf den großen Überblick und so ein quasi enzyklopädischer Anspruch auch. Absolut. Da, ja. Absolut. Also. Ja, gut. Ein Liebhaber dieses Romans wird dann wahrscheinlich bittere Tränen weinen, weil viele Passagen unerwähnt bleiben, die eigentlich ganz wichtig sind. Aber ja, das ist ein unterschiedlicher Ansatz dann. Ja, ja. Aber das gefiel den Schülern sehr gut. Ich glaube sogar, dass Isabelle, das habe ich auch an der Uni gemacht, also Riesensachen in 12 Sessions, die ganze Geschichte der französischen Literatur in 12 Sessions und so. Und da hatten sie was davon, glaube ich. Mhm. Okay. Ja, das Schöne daran ist, dass es immer noch aktuell ist, also dass man das immer noch im Kopf hat. Ja? Also man kann sich immer noch sich daran sehr gut erinnern und das ist, was mir fasziniert hat. Dass man mit dieser Komplexität reduzieren. Also das ist für mich das Wichtigste bei LDL. Okay. Ja, aber wir haben natürlich da ja sicherlich ein Problem, nämlich einerseits die Vieldeutigkeit von Literatur, die ja sicherlich eine ganz, ganz starke Komplexität bedingt und gleichzeitig dann auch die Notwendigkeit zu didaktischer Reduktion. Ja, da sehe ich schon die eine oder andere Schwierigkeit, das zu begründen oder das zu rechtfertigen. Ich kann das gut nachvollziehen, aber es ist natürlich schon ein Problem sicherlich vor dem Hintergrund, wie vieldeutig Literatur eigentlich ist. Und das macht jetzt im großen Teil auch ihren Reiz aus. Ja, also für Literaturliebhaber oder Literaturwissenschaftler ist es sicher nicht praktikabel. Aber ich möchte eher anhand von Büchern, die wichtig sind, wie L'étranger von Camus, existenzielle Fragen angehen. Und die müssen wissen, wirklich, so wie Isabelle jetzt beschreibt, ich glaube, sie hat bei mir vor 15 Jahren oder 12 Jahren noch länger einen Kurs gemacht, dass sie die Essentials wirklich im Kopf haben, die Basics. Weil wenn sie das vertiefen wollen, dann haben sie die Freiheit. Also es geht immer darum, bei meinem Unterricht, dass ich Blut lecken lasse. Genauso wie in der Volkshochschule, wenn ich 3 Philosophen, Epikur und Heraklit und Pythagoras in einer Session mache, dann habe ich nicht das Gefühl, die Leute sind zufrieden damit, sondern dann wären sie wirklich angeregt, das Ganze zu vertiefen. Ich meine, das ist ja auch eines deiner wesentlichen Prinzipien, dass daraus eben diese Eigenaktivität und die Möglichkeit zur Vertiefung erweckt. Ja, also es ist schon, das soll schon Sucht induzieren. Jetzt haben wir im Rahmen unseres dritten LDL MOOC Hangouts die Kunst an der Reihe und Sabine Strauß
ist bereit, uns zu sagen, was sie im Fach Kunsterziehung mit LDL alles macht. Bitte schön, Sabine. Ja, danke. Ja, also ich mache viel mit LDL zurzeit. Das liegt mit daran, dass ich auch noch am Medienzentrum tätig bin und deshalb nur noch 10 Stunden in der Schule bin. Und da versuche ich dann alles quasi unter einen Hut zu kriegen. Das heißt, mein Unterricht läuft im Moment komplett mit LDL und auch viel mit neuen Medien. Mhm. Und da, das bedeutet, mit 4 Klassen bin ich da gerade unterwegs. Das sind 2 10. Klassen und ein Grundkurs Kunst und ein Leistungskurs bzw. Neigungskurs Kunst. Und da wollte ich mit der 10. Klasse mal einsteigen und es zeigen. Hier, das ist ein Bild, das ist jetzt mittlerweile 3 Jahre alt. Da habe ich mit einer 10. Klasse T-Shirts bedruckt. Da war, die Aufgabe, dass sie ein Bild aus der Kunstgeschichte, aus einer bekannten Epoche nehmen, auch wenn es geht, ein bekannter Künstler, das man auch wiedererkennen soll. Also hier sieht man das Bild im Hintergrund, was sich hier auch auf dem T-Shirt wiederfindet. Das Ganze sollte zusammen kollagiert werden mit einem Porträt von sich selbst. Das fand ich eine sehr schöne Einheit. Was mir am Ende nicht so gefallen hat, die sollten dann mit ihrem T-Shirt zusammen praktisch über ihren Künstler oder über ihre Epoche referieren. Und genau das war es auch. Es war eine endlose Folge von Referaten am Schluss, die zum Teil sehr zäh waren und echt anstrengend. Und das war für mich so jetzt ein Anlass zu sagen, okay, ich mache die ganze Einheit jetzt mit LDL. Und probiere da einfach das anders vermitteln zu lassen. Also weil mein Interesse war ja natürlich auch, dass die Inhalte über die Kunstgeschichte haben, dass sie da anfangen nachzugucken, was ist denn auch so besonders mit dem Künstler, was ihnen jetzt gefallen hat oder was ist besonders in der Epoche. Und da kann man ja eigentlich wunderschön spielen, weil natürlich benutzen die relativ viele gleiche Epochen, also jetzt Expressionismus oder Impressionismus ist immer so ein Fabel, was die alle zusammen haben. Und dann wird's, bietet es ja eine gute Gelegenheit, da auch mit LDL einzusteigen. Das habe ich jetzt folgendermaßen gemacht, dass ich dann aber nicht nur dieses Vermitteln, sondern jetzt echt mit Theorie angefangen habe und habe sie zuerst mal gefragt, was Sie denn meinen, was LDL im Schulkontext bedeuten könnte, wenn es um eine Unterrichtsmethode geht. Und da sieht man jetzt die Ergebnisse, die wir gesammelt haben. Also das Lehren kam zum Schluss, aber also erstmal kam dann Lachen und Lernen und Lesen und Laptops und Leben. Und das fand ich eigentlich einen wunderschönen Einstieg. Also das war sehr niederschwellig sozusagen der Einstieg. Und trotzdem ist aber ja wahnsinnig viel schon drin von dem, was LDL tatsächlich beinhaltet. Und im Moment will ich da auch am Schluss auf jeden Fall nochmal genau auf dieses Bild zurückkommen und sie auch noch mal fragen, was sich denn für sie jetzt da verwirklicht hat. Also das möchte ich am Ende noch mal aufgreifen, weil wir haben natürlich auch, komme ich nachher noch dazu, zeige ich auch, wir haben Visualisierungen auch gemacht und da stellt man dann schon fest, dass die zunächst mal, wenn man Visualisierungen von Texten macht zu Theorie, stürzen die sich erstmal darauf, wie LDL methodisch funktioniert. Und noch gar nicht so sehr, was habe ich selbst davon, was könnte das bedeuten und so weiter. Das liegt natürlich auch an den Texten, dass es da über die Methode für die erstmal einfacher ist zu verstehen. Aber zurück jetzt zu meiner 10. Da wollte ich wirklich sehr konkret mal zeigen, wie mein Stoffverteilungsplan jetzt auch aussieht, weil das sind ja dann echt immer die Sachen, wo man sich überlegt und drüber stolpert, wie könnte man das verwirklichen. Das fängt schon damit an, ich habe jetzt 24 in der 10, also ich habe 2 Zehner, deshalb finde ich es sehr interessant, beide Zehner haben 24 Leute und ich mache jetzt den identischen Unterricht. Und ich merke schon, dass es
Ja, in beiden Klassen was komplett anderes ist, obwohl natürlich meine Stoffverteilung und so weiter absolut identisch ist. Deshalb finde ich das schon sehr schön, jetzt für mich auch den direkten Vergleich zu haben, wie sich das, also wie Klassen die ganze Situation eben aufnehmen. Ja. Je nachdem, was für Individuen drin sind. Wahnsinn, ja. Also in der einen Klasse muss ich sagen, die ist sehr, 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 sehr undiszipliniert. Aber gerade bei der finde ich es eigentlich noch effektiver gerade. Also da muss ich echt Jean-Paul recht geben, der irgendwann mal selber gesagt hat, da kam auch so dieses typische, dass es doch gerade für undisziplinierte Klassen gar nicht so einfach wäre mit LDL. Mhm. Aber ich habe, also mein Eindruck jetzt ist wirklich, gerade für die ist gut. Aha. Also da finde ich es echt sehr, sehr toll, was da jetzt so passiert. Mhm. Aber ich erzähle mal hier weiter. Also die drei Schülerinnen oben kümmern sich jetzt um LDL. Wir haben, wie gesagt, angefangen mit diesem Tafelanschrieb und haben dann innerhalb dieser Stunde aber auch noch den Text von Jean-Paul Mater, Weltverbesserungskompetenz als Lernziel, gelesen. Mhm. Und da war die Aufgabe, eine Visualisierung zu machen. Das ist denen unglaublich schwer gefallen erstmal. Dann habe ich so als Hilfe noch reingegeben, dass sie sich den Text vielleicht nochmal mit zwei Fragestellungen vornehmen, und zwar mit den Fragen, wie funktioniert LDL oder warum ist LDL sinnvoll? Mhm. Das waren die zwei Fragestellungen dazu, und dann hat man so gemerkt, es wird leichter für die. Also da haben wir dann schon so Ergebnisse bekommen. Mhm. Und haben die, also da sieht man jetzt mal eine, die sich mehr aufs Inhaltliche bezieht. Die Gruppe ist jetzt sehr aufs Methodische gegangen. Dann hat man mittlerweile noch eine Stunde beziehungsweise zwei. Da haben zwei Schülerinnen Proportionen des Gesichts gemacht, Zeichenübung, weil ich will ja, dass die auf dem T-Shirt nachher ihre Porträts vereinfachen. Mhm. Und das kann man nur gut machen, wenn man wirklich weiß, wo welche Teile im Gesicht sitzen. Das muss ich gerade mal sehen, das hatte ich hier nicht mit dabei. Nee, macht aber nichts, ich erzähle es kurz. Es gibt ja unterschiedliche Schemas, wie man im Gesicht die Proportionen einteilen kann. Das unterscheidet sich immer ein bisschen. Was immer gleich ist, ist, dass zwischen zwei Augen noch ein Auge passt und so weiter. Das haben die beiden dann in einer Stunde praktisch vermittelt und haben den anderen erklärt, wie das funktioniert. Und das Ziel dieser Stunde hatte ich vorgegeben, nämlich, dass jeder auf seinem DIN A4-Blatt eben eine Zeichnung mit diesen richtigen Maßen haben muss. Also praktisch ein Gesicht, was mit diesen Hilfsangaben wo was sitzt, eine Gesichtseinteilung. Und das haben die wirklich sehr, sehr toll gemacht. Das war für die sehr überschaubar. Das Schöne war, ich habe denen unterschiedliche Methoden praktisch vorher gegeben und die Schüler haben natürlich das gewählt, mit dem sie am besten zurechtkommen. Und das ist ja was manchmal klar von der Erfahrung her klar wird, aber für Schüler ist nicht, also für mich war es schön zu sehen, die Schüler wählen das aus. Und das haben sie natürlich auch richtig gut vermittelt bekommen. Mhm. Und das war jetzt in dieser echt schwierigen Klasse. Das war am Anfang katastrophal. Also die haben wahnsinnig gekämpft. Und ich habe dann ganz stark interveniert. Ich musste inhaltlich überhaupt nicht intervenieren, weil das war gut. Aber ich habe ständig nachgefragt, wie es ihnen da vorne geht. Mhm. Und dann haben die halt so erzählt, wir haben eigentlich das Gefühl, uns hört keiner zu und so weiter. Also, und dadurch wurden die anderen immer aufmerksamer. Also diese Ich-Botschaften haben in dem Fall dann wirklich nach ein paar Minuten gegriffen und dann hat sich das komplett gedreht und es haben wirklich alle mitgemacht. Und die haben das dann auch super gemacht, haben Leute aufgerufen, gefragt, haben Leute nach vorne geholt, haben die auf dem Overhead-Projektor
irgendwelche Teile einzeichnen lassen, nachdem sie es vorher erklärt hatten. Also immer überprüft, ob die Leute zugehört haben und es dann machen lassen vorne. Und dann auch, also haben die anderen echt mitgeguckt, so von wegen, hey, das sitzt aber jetzt doch viel zu hoch. Und dann wurde es wieder korrigiert. Also es war echt schön und es hat gut geklappt. Also aber auch wirklich mit diesem... Am Anfang habe ich gedacht, es wird nichts, aber wenn man da dann ganz viel interveniert, das ist ja immer genau das, dass man den halt nicht alleine lassen darf, haben sie sich zusammengerauft alle und am Ende hatte ich echt den Eindruck, dass die ganz viel gelernt haben. Also jetzt nicht nur in Bezug auf die richtigen Gesichtsproportionen, sondern so mit Rücksicht aufeinander nehmen. Mhm. Und auch die beiden, die jetzt das gemacht haben, haben dann selber, also ich habe sie dann gefragt, ob das denn in anderen Fächern auch so wäre. Und dann haben die beiden wirklich gesagt so, naja, da kriegen sie es nicht so mit, weil man ist ja dann selbst immer so im Gespräch vertieft. Ja. Insofern, muss man nichts weiter dazu sagen. Ja, jetzt wird es weitergehen mit der Drucktechnik hier. Muss ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen. Im Grunde habe ich jetzt wirklich alle Schritte, die einfach passieren müssen, bis hin zu diesen, wo es um die Kunstepochen am Ende gehen wird, einfach hier jetzt schon eingeteilt, die wissen, wann sie dran sind. Mhm. Epochen und Künstler konnte ich jetzt natürlich noch nicht speziell angeben, weil die ja selbst schon die aussuchen können. Und da weiß ich jetzt natürlich noch nicht, was kommt. Mhm. Aber ich habe hier, Moment, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Wollte ich auch kurz zeigen, weil das eine ganz schöne Sache ist. Da sind die jetzt schon am Aussuchen, welche Werke sie nehmen. Und da können dann immer alle praktisch gleichzeitig mal gucken, ob jetzt alle mittlerweile eingeladen haben. Ah ja, doch. Oh, wieder Van Gogh. Vincent, ja. Da sieht man jetzt schon, was die sich so ausgewählt haben. Das heißt doch, wir kriegen eine ganz gute Übersicht zusammen. Ja, ist recht bunt, also gemischt meine ich jetzt. Genau, also da will ich natürlich auch, da arbeite ich gern mit diesen Online-Tools auch, wo immer dann alle auch tatsächlich drauf gucken können. Mhm. Und dann sicher auch, die wissen ja jetzt dann schon, was auf sie zukommt. Also da wird es dann keine Überraschungen geben. Mhm. Gut. Okay. Was fällt mir noch auf? Ich wollte eigentlich auch noch so ein bisschen über Stolperfallen reden, denen man natürlich immer wieder begegnet und die sich aber echt auch aushebeln lassen. Dafür wollte ich mal ein Bild zeigen aus meiner 12. Das ist jetzt praktisch die Besprechung oder hoch. Die Aufgabe von dem iTunes-U-Kurs, da wollte ich dich vielleicht noch bitten, ob das irgendwie zum Video verlinken kannst, weil das wollte ich jetzt eigentlich nicht nochmal komplett erzählen, weil es da ja dieses Video schon dazu gibt. Ich will es vielleicht nur nochmal ganz kurz zeigen. Mhm. Da habe ich ja iTunes-U-Kurse gemacht für meinen Neigungskurs, die damit jetzt auch gerade arbeiten. Und die Besprechung von dem, was wir da jetzt gerade gesehen hatten, das war hier eben der erste. Und da gibt es ein Video, wo ich das erkläre im Rahmen von unserem letzten MOOC. Wenn da den Link vielleicht gerade drunter machst, dann kann man das ja auch so nochmal angucken. Und hier... das war jetzt die Aufgabe Gruppe C. Finden Sie Abbildungen von Michelangelos Werken und ordnen Sie den Vorbildern zu. Gruppe B hatte ich genommen. Ich wollte einfach nur das richtige Beispiel, Entschuldigung. Es war Gruppe B. Finden und erläutern Sie ein weiteres Vergleichsbeispiel. Also die hatten jetzt hier im Angebot ein Filmbeitrag und eine Hintergrund, es ging um die Figur von David eben, natürlich von Michelangelo im Vergleich. Und da
zu Donatello, und da sollten Sie eben noch ein drittes Bild, einen dritten Vergleich finden. Und was ist passiert? Also die Gruppe, die das jetzt vorbereitet hat, das sieht man jetzt hier im Vordergrund, sind diese drei, die Sie ausgesucht haben zum Vergleichen. Jetzt will ich es gerade mal ein bisschen hochschieben, genau, dann sieht man das auch noch. Und Sie haben sich selbst dann die Lösung nebendran geschrieben, also einen Vergleich gemacht, diese Fragen beantwortet, nebendran geschrieben, wie Sie diesen Vergleich sehen, und im Grunde angefangen, wollten LDL machen und standen dann echt da und haben quasi ein Referat von Ihrer Lösung gemacht. Und genau das ist halt, was ganz schnell passiert, dieses auch das Denken bei einem Schüler tatsächlich, dass es nichts anderes ist als ein Referat. Ja, ja. Und da waren wir, da musste ich dann wirklich gleich im Anfang wieder nachhaken und sagen, hey, das ist toll, dass ihr natürlich, ihr braucht, um das vermitteln zu können, die Lösungen, wo ihr denkt, dass die stimmen. Mhm. Aber es nützt oder es bringt natürlich den anderen nicht so viel, wenn jetzt ihr mehr oder weniger nur diese Lösung sagt. Also genau dieses Klassische, was dann eben gerne passiert. Und dann konnten die jetzt aber, weil sie auch schon ein bisschen mit dem iPad arbeiten, und ganz schnell umschalten, und was passiert ist, das war, dass die dann praktisch diese Aufgabe wieder weitergegeben hat und dann echt ad hoc die anderen Mindmaps hat machen lassen. Mhm. Also was man hier jetzt sieht, ist praktisch die Aufgabe, die sie dann den anderen gestellt haben, und die haben dann mit Mindmaps zusammengearbeitet, und sie hat das die ganze Zeit begleitet und diesen Vergleich dann immer begleitet und auch kommentiert, und dann war das eine runde Sache, plötzlich waren alle wach, und dieser Austausch, den man sich eben wünscht, kam auch zustande, die Referatssituation komplett weg. Also sie hat es dann wirklich angeleitet und LDL auch gemacht. Mhm. Mhm. Super. Mhm. Hallo? Ja, ich bin dann noch so als Beispiel aus meinem Neigungskurs 12, Grundkurs 12. Mhm. Die haben, da machen wir im Moment Fotografie, und da haben wir Schwerpunktthema sind die Schirmen, und da geht es ganz viel darum, einfach erstmal hinzugucken, was ist denn wichtig bei der Fotografie, kleine Übungen, also ich habe für die jetzt quasi einen Lernzirkel erstellt. Und lass diese Übungen, die wir machen, die zum Teil eben fachpraktisch sind, dass sie wirklich mit den iPads Fotos machen müssen, aber auch schriftlich, dass sie Fragen beantworten müssen, sind die Schirmenbilder sich angucken, vergleichen, Lösungen finden. Und da mache ich das mit LDL, dass ich praktisch diese Ergebnisbesprechung von dem, was die Gruppen in diesem Lernzirkel rausgefunden haben, dass das nicht so vergessen wird und jeder packt das in seinen Ordner, dass immer eine Gruppe eben diese Ergebnisbesprechung machen muss. Mhm. Und das ist eine kleine, überschaubare Sache, und es funktioniert wirklich wahnsinnig schön. Also das macht richtig Spaß, und ich habe das Gefühl, am Ende haben wir auch wirklich eine Ergebnissicherung. Ja, also. Ja. Und die, also das ist jetzt der Kurs, der hat letztes Jahr, bei denen habe ich ja mit LDL angefangen, und die sind einfach unglaublich fit und total toll. Das geht jetzt tatsächlich so weit, um hier alle Ängste zu bestätigen. Nach den Ferien muss ich am Medienzentrum, haben wir Medienkompetenztage, kann da nicht hin. Der Unterricht liegt auf 8. oder 9. Stunde, und zwei Schüler haben sich bereit erklärt, den Unterricht zu machen. Also der wird ohne mich stattfinden. Das ist natürlich nicht das Ziel von LDL, aber die haben da auch Lust drauf, die werden das machen. Mhm. Das finde ich schon phänomenal. Also normalerweise ist es doch eher so, dass die da sagen würden, wenn normaler Unterricht stattfinden soll, ach, ist doch auch nett, wenn der mal ausfällt. Ja, jetzt sind sie da dabei und Nachmittagsunterricht und machen den selbst. Also das finde ich echt. Ich glaube, das war das, was ich an Bildern hatte, ja. Und also jetzt vier Klassen LDL, und ich kann es empfehlen.
Also ich kann es nicht anders sagen. Ja, schön. Ja, waren ganz interessante Beispiele auch. Vielen Dank. Ich möchte die Teilnehmer alle nochmal ermuntern, sich doch der nächsten Aufgabe anzunehmen und ein kleines Konzept für eine LDL-Unterrichtseinheit zu entwerfen. Das muss auch nicht jetzt ewig lang sein. Das kann durchaus der Teil einer Unterrichtsstunde sein. Einfach mal die Hemmschwelle überwinden, wenn jemand sowas noch nie gemacht hat und sich zu sagen, jetzt probiere ich es mal. Es tut nicht weh. Im Gegenteil, die Schüler freuen sich und der Lehrer freut sich hinterher auch, weil es so gut klappt. Vielen Dank, alle in der Runde, und bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Hangout am 3. November haben wir Markus Birkenkral und Sabine Simsen, die über LDL im Online-Lernen in der Hochschullehre vorstellen und hier uns informieren darüber, wie nicht nur Lehrer, sondern alle möglichen Fachrichtungen unterrichtet werden und dabei auch LDL eben seine Anwendung findet. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Dir auch vielen Dank und auch an alle anderen. Tschüss.